Ja, ich war mal im Rädeli und die selber auch bestätigt, dass was an mir abgeht, dass das Holocaust ist. Und das in der Schweiz. Und das im Oberried, der Wohnung, wo ich wohne, das Oberried am Brienzensee. Das hat jemand auch bestätigt. Das ist Holocaust und das in der Schweiz. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird alles vertuscht. Meine Brüder geben mir um meinen Namen Evelina Capitani das Zeug erzählen. In Bern und allen Orten, wo man mir eine falsche Identität anhängt, unter Eva, Ernst, der noch nie so geheissen, für alles zu vertuschen, der Staatsanwalt, gell? Der hat das Gefühl, wir kennen die Leute sonst nicht. Dann wollte sie, dass meine Mutter mich nicht sehen darf. Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht, wenn wir die Polizei einschalten. Also, es kommt alles ans Tageslicht, was sie abgeht. Ich nehme keine Drogen, ich trinke keinen Alkohol und ich habe meinen Körper noch nie verkauft. Da wird alles manipuliert, was ich manipulieren kann. Und da wird die Wohnung geschändet. Schon nur einen Kaffeebox aufzutun, heisst, dass ich Drogen drin. Schon, und da immer, da wird die Wohnung geschändet. Das ist strafbar. Und dass ich nicht reinkomme, weiss die Polizei auch. Und der von da oben, der, der ist gesagt, ich erzähle bei mir auch. Was wissen viele? Und noch berührt haben sie gesagt, dass sie zwei, die das machen. Übrigens. Nur, dass sie das auch wissen. Mein Name ist Evelina Capitani, geboren am 2.2.69. Heimat Dorpeterkinder. Meine Mutter ist ursprünglich geborene Buchserlotti, auch Heimat Dorpeterkinder. Und sie wohnt